Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier, wie immer auf diesem YouTube-Kanal. Und zwar, Freunde, heute ganz spontan um 1.43 Uhr zu einem neuen Song. Also ich war gerade hier eigentlich dabei, ein paar Videos zu schneiden für den Zweitkanal. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann ist mir ein Song aufgefallen, wo ich mir dachte, könnte man eigentlich ganz gut ein Video dazu machen. Ich bin mir eigentlich auch sicher, es wäre bestimmt kommentiert worden. Also ja, wahrscheinlich morgen oder so. Wir hatten diese Woche nämlich schon mehrere nicht-deutsche Songs. Also wir hatten Tainer mit irgendeinem französischen Künstler. SL hatten wir gehabt und jetzt haben wir halt hier eben, jetzt kommt es wieder mit den Namen. Ja, ich werde mich jetzt wieder absolut blamieren. Wir haben hier Butrint Imari, Kida kennen wir natürlich und Ledri Vula. Ich hoffe, das war halbwegs richtig ausgesprochen. Dale. Ja, wie auch immer, keine Ahnung. Ich muss sagen, bei den anderen beiden, also Kida, wie gesagt, kennt man natürlich und die anderen beiden habe ich soweit noch nichts gehört. Also ich denke, ich werde auch keinen Song kennen. Vielleicht irgendwie unbewusst oder ne, manchmal weiß man halt, hört man den Song, weiß aber nicht, von wem der ist. Ja, aber habe ich jetzt kein Bild oder keine Stimme vor Augen, vor Ohren. Ja, ihr wisst Bescheid. Deswegen würde ich sagen, wir lassen uns überraschen. Ja, ich würde mal erahnen, es könnte ein Sommersong werden, wenn ich das hier so sehe. Like habe ich mal dagelassen, also ich denke, es könnte ein guter Song werden. Wir gucken mal, wenn nicht, nehmen wir den Like wieder weg. Ansonsten lasst ihr auch gerne ein Like da und auch, wenn ihr Bock habt, ein Abo. Wir starten rein hier, Freunde. Viel Spaß mit dem Video und let's go. Okay, direkt mal Pause hier. Wir müssen eh ein bisschen aufpassen, dass das Video nicht gesperrt wird. Also das ist bei, ja, albanischen Songs sind übrigens alles drei albanische Künstler. Also das habe ich in Google nachgeschaut natürlich. Ja, ist es manchmal ein bisschen kritisch und es wird irgendwie sehr schnell oder halt sehr streng gesperrt. Deswegen, wie gesagt, müssen wir ein paar Mal Pause machen. Auf jeden Fall, rein schon vom Beat her, merkt man jetzt natürlich safe sommerlich, ja. Es ist schon klasse, ohne Coca-Cola, die Pepsi. Habibi, Habibi, Sponaren in Atene, wo man Bosch da hat. Habibi, Habibi. Oh, Baby, Baby, mit dir, du mal kommst auf Fremde. Erde mit dir, Folge, Zahn, Schiedante. Oh, Baby, Baby, mit dir, du mal kommst auf Fremde. Okay, ich wollte schon bei dem Habibi, Habibi sagen, ob das die Hook ist davon. Die Hook kam natürlich erst danach, hätte sich auch eigentlich ganz gut angeboten, auch so vom, ja, wie soll man sagen, ne, von der Leichtigkeit her, also wäre halt sehr simpel. Ja, ansonsten bis jetzt, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich ganz gut, also so sein Teil, ja, wie gesagt, auf jeden Fall stabil. Video erinnert mich oder hat mich so im ersten Moment ein bisschen an Nice Girl 2.0 erinnert. Ich glaube, das wurde auch auf einem Golfplatz nämlich gedreht. Auf jeden Fall hatte Ufo so, ja, auch ein Poloshirt und halt so Golfklamotten an. Genau wie hier, deswegen hat mich so ein bisschen dran erinnert. Ja, Mann, auf jeden Fall, wie gesagt, Sommersong. Okay, hat sogar auch noch zur Hook gehört, also von Kida der Teil. Eigentlich auch eine coole Idee. Ich persönlich finde es auch deshalb ganz gut, wie ich halt immer sage, ne, bringt Abwechslung rein, wenn die Hook nicht nur von einer Person ist. Und gerade finde ich, wenn es halt eine männliche und eine weibliche Stimme gibt, dann bietet sich das auf jeden Fall an, dass man das halt auch so macht, ne. Hatten wir, glaube ich, doch sogar auch bei dem Song von Tainer auch so gehabt, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist ja schon den Tag her. Da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern. Okay, jetzt kommen wir zu dem Part von ihm hier. Okay. Finde ich gut, dass er nicht die Hook gemacht hat, also weil ich ihn von der Stimme her so am, ja, bei dem anderen war die Stimme, finde ich, für eine Hook irgendwie so, also
ja, passender, ne? Es ist schwer zu erklären, warum, aber ich finde, die andere Stimme war irgendwie ein bisschen kräftiger, so. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ja, also jetzt nichts gegen ihn oder so, aber für die Hook, glaube ich, war das eine ganz gute Entscheidung. Ich hätte an sich von Anfang an gedacht, dass wahrscheinlich nur Kida die Hook macht, aber wie wir ja gehört haben, eben, ich weiß gar nicht, wer ist jetzt er hier gerade? Ich habe hier nebenbei die Bilder offen, damit ich mich nicht ganz so blamiere. Ledri Vula müsste er sein auf jeden Fall. Könnt ihr gerne kommentieren, wenn ich falsch liege. Ansonsten Melodie bei der Hook, sehr, sehr schön. Ja, also, wie gesagt, mir persönlich gefällt der Song gut. Es ist tatsächlich so, dass ich diese typischen Sommersongs, also das ist schon wirklich so dieses typische Sommerhit halt, ne? Wie man jetzt schon von der Melodie her, sage ich mal, ähnlich ja auch schon mehrmals gehört hat. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich privat jetzt so viel anhöre. Also ich würde den Song jetzt nicht irgendwie hier auf Dauerschleife mit den ganzen Abend reinziehen, aber wenn der jetzt in der Playlist käme, würde ich ihn nicht skippen. Generell, es ist ein sehr starker Song, ja, also das muss man auf jeden Fall sagen, so, auch wenn das von der Melodie her und so jetzt nichts krass Neues oder Besonderes ist, aber trotzdem gefällt mir sehr gut, ja, jetzt kommt gleich wieder Kida. Okay, und jetzt müsste eigentlich auch der Part von ihr kommen. Okay, wir müssen wieder Pause machen. Ihr wisst Bescheid, dass es nicht gesperrt wird. Ja, an sich Part auch eigentlich ganz in Ordnung. Ich glaube, persönlich hätte ich sogar besser gefunden, wenn sie gar keinen Part gehabt hätte. Also wenn sie wirklich nur halt eben die Hälfte von der Hook, es wäre zwar wenig, ja, das schon, wäre wenig, was man von ihr hört, aber der Song geht jetzt hier auch über 3 Minuten, was eigentlich schon fast ein Wunder ist, ja, dass der nicht auch nur irgendwie über 2 Minuten geht. Deswegen hätte man, finde ich, den Part, also soll jetzt nicht irgendwie Disrespect sein oder so, aber hätte man theoretisch auch weglassen können und sie in der Hook gehört, so, das fand ich, ja. Also in der Hook hat sie mir sehr, sehr, sehr gut gefallen eben, zusammen mit dem anderen. Der Part auch ganz in Ordnung, aber hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Okay, Digga, da muss ich sagen, das hier im Video, wir hatten ja gerade schon das, wo die so mit diesen Golfschlägern so diese Moves gemacht haben, ne? Ist natürlich alles so aus Spaß, auch hier, man sieht es ja hier, der Gesichtsausdruck auch von Kida, der sagt ja eigentlich schon alles aus, aber das hätte man rauslassen können hier. Das ist ein bisschen, ich sag mal, cringe. Okay, sehr, sehr schön. Ja, also wie gesagt, die Hook davon finde ich wirklich top. Bei den Parts, ja, ne, hab ich ja eigentlich schon dazu gesagt. Bei dem einen fand ich die Stimme jetzt nicht so krass. Und bei Kida hätte man theoretisch den Part halt, wie gesagt, auch weglassen können. Ja, perfekt. Er jumpt hier noch in den Pool. So viel dazu, Freunde. Das war's hier mit dem Song. Like haben wir ja schon dagelassen. Ja, ihr könnt gerne eure Meinung kommentieren. Was ihr davon haltet, würde mich interessieren an der Stelle. Mir hat der Song gut gefallen. Ich werde ihn, denke ich mal, in die Playlist packen. So, gerade jetzt, wenn das Wetter gut ist, kann man sich den auf jeden Fall geben. Ansonsten lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Freunde. Und wir sehen uns morgen eventuell schon wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.